Da haben wir ein Romulus-Versteck. Das lasse ich jetzt aber mal noch. Solche Nebenaufgaben würde ich gern später erstmal machen. Jetzt erstmal ein bisschen questmäßig, weil wir davon ja noch nicht so viel gesehen haben. Kommen wir hier durch? Ich höre was glitzern. Da oben. Mal sehen, kommen wir da so einfach nach oben? Das sieht ja schon etwas knifflig aus, wobei... Nein, nicht runterhaken. Es könnte eventuell gar nicht so schwer sein. Das Pferd läuft uns hinterher. So, kommst du da? Ja, sehr schön. Und jetzt nach oben. Und darüber. Jawohl. Das machst du gut, kleiner Affe. Pferd, stehst du unter uns? Nö, natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. So, dann reiten wir mal weiter. Ich glaube, hier hinten könnte eventuell... Waren hier die Diebe? Ich weiß es nicht mehr. Zu lange her. Los, hüpf runter. Mal sehen, wen wir hier haben. Ich glaube, es waren die Diebe. Ezio. La Volpe. Ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. So wie immer. Ihr wollt meine Spione einsetzen. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Mich überzeugt das nicht. Ah, in diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Misstrauen. Machiavelli zusammen mit La Volpe belauschen und La Volpe überreden, sich wieder der Bruderschaft anzuschließen. Volle Synchronisation bei der Verringerung des Bekanntheitsgrads nicht entdeckt werden, bis zum Treffen mit La Volpe in der Diebesgilde unentdeckt bleiben. Könnte schwer werden. Es gibt also Zwist in der Bruderschaft. Und La Volpe ist überhaupt nicht mehr in der Bruderschaft. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil da stand, La Volpe wieder überzeugen beizutreten. Oh, warte mal, hier gibt's. Ich habe einige Sachen. Mal sehen, was verkaufst du denn? Das ist Rauchbomben. Wir haben aber nicht ganz so viel Geld. Hier können wir unsere Sachen einfärben. Wir haben aber ja sowieso gerade gar nicht das Original an. Und hier können wir selbst verkaufen. Okay. Ich habe meistens. Solltet ihr eure Meinung ändern? Hier haben wir noch eine Fabro. Ein Schmied, genau. In Vendita. Jetzt nicht mehr. Wir haben es gerade venditet. So, kann man denn bei dir was Tolles kaufen? Ich meine, wir haben ein bisschen Geld. Und ich bin bereit, das Geld zu investieren. Ah, Waffen, ja, nicht so. Kleine Waffen, Messer ist besser, aber wir benutzen die kleinen Waffen gar nicht ganz so oft. Ich fuchtel ja meistens mit der versteckten Klinge rum. Ja, ja, natürlich, hier bei den Dieben sind deine sonstigen Kunden viel vornehmer, da bin ich mir sicher. Lügner. Ein Dieb und ein Lügner. Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht. Hey! Der Typ hat seine Kiste diesmal schon vorher fallen gelassen. Ich war diesmal nicht dran schuld. Hier können wir wieder durch Menschen durchreiten. Mache ich sehr gerne. Und hier muss ich mich von dir verabschieden, Pferd. Mach's gut. Man sieht sich. Später irgendwann. Oh, eine Truhe. Sehr schön. Durch Zufall mal gerade so gefunden. Gibt's eigentlich einen... Ja, ist so ein Typ, der Karten verkauft. So ein Schatzhändler oder sowas, damit wir wissen, wo sich so Kisten und so befinden. Oder gab's den nicht?
Das heißt, nach oben nicht zur Seite gucken. Na, also. Das müssten wir mal, wenn wir diese Quest jetzt fertig haben, mal gucken. So, La Volpi hier treffen. Oder da oben. Ich glaube irgendwie hier oben. Wäre... Ach, da hinten. Also da drin. Hinten ist er da. Ich. Ups. Ich bin da. Und was haltet ihr davon? Hilfe! Volpi, mein Sohn Claudio wurde verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen. Oh nein, der junge Mann. Claudio. Du bist tot. Du bist, aua. Ah, scheiße, Bogenschützen. Ich hasse Bogenschützen. Moment. Ich glaube, wir müssen die gleichen Mittel anwenden. Nur stärker. Was für ein paar Idioten. Machen nichts, schießen nur ein bisschen auf uns. Jetzt schieß. Schieß. Auf ihn. Dich in Stücke. Merda. Merda. Ach, schön. Schnell, such dein Versteck. Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf. Tut, was ich tue. Andiamo. Ja, es fällt bestimmt auch nicht auf, wenn der mit einem blutenden Arm rumläuft. Okay, das ist der Moment, in dem wir nicht gefunden werden dürfen. Wir brauchen nochmal irgendeine Menschenmenge, die runterläuft. Da laufen wir mal einzelne Leute runter. So. Bahne, Bahne, Bahne! Ich bettle jetzt schon seit Monaten und stehe an der Chiesa für Almosen an. Was geht? Wo ist diese Wache? Ich weiß, da ist einer, aber ich sehe sie nicht. Wir sind jetzt hochgradig gesucht, also das heißt, sobald uns eine Wache sieht, wird die uns auch angreifen. Doch er sagte, er schätze meine Mühen, aber meine Hände seien eher zum Schmieden geeignet, denn zum Tröpfen. Es ist zum Mäusemelken. Irgendwo sind noch Wachen. Wo? Das Herz der Stadt. Und nun bringen wir uns gegenseitig um für ein paar Krumen, die wir ergattern können. Wo laufen die hin? Ich weiß nicht, ich folge einfach mal. Ich glaube, die laufen schon richtig, oder? Das sieht gut aus. Ja, das ist gut. Dankeschön, ihr lieben Leute. Und nebenbei haben wir aus Versehen noch jemanden beklaut, das ist auch immer schön. Natürlich aus Versehen. Junge? Was ist... Warum? Was war jetzt los? Wieso ist der nicht mehr da runtergekommen, der Depp? Das hat so gut geklappt. So eine Dumpfbacke. Das hätten wir geschafft. Das war perfekt. Wir wurden nicht gesehen. Wir sind runtergekommen ohne Probleme. Und dann latscht der Typ nicht hinterher. Oh, falsche Richtung. Da lang. So, ich weiß jetzt schon, wo ich lang muss. Da kann ich auch ein bisschen schneller laufen. Ich denke noch oft. So, da kommt eine Menschenmenge. Sie glitzert schön. Da werden wir wieder mitlaufen. Ist die gleiche wie gerade eben. Und diesmal kommst du bitte mit, Claudio. Warum ist er irgendwo hängen geblieben oder so? Ich werde den jetzt genau im Auge behalten. Damit ich sehe, falls da irgendwas nicht klappt. Noch ein Condottiero? Oh, oh. Den
Oh Mann, die Gruppe hat sich einfach aufgelöst. Das hätte so gut vorhin geklappt. Wir schaffen das noch. Es dauert halt nur ein Stück. Weil immer irgendwas Kleines nicht passt. Warum waren wir denn plötzlich nicht mehr verdeckt? Ich verstehe das nicht. Halt da lang. So, Besuch, die Wachen halten aktiv nach uns Ausschau. So, hier ist ja noch nichts Schlimmes, da können wir einfach so durchlaufen. Das weiß ich jetzt ja mittlerweile. So, hier wieder warten. Ah, mit denen hätten wir auch gleich mitlaufen können, naja. Warten wir auf die Glitzergruppe. Kommt her, ihr lieben Leute, kommt her. Und diesmal nehmt mich bitte auch mit, ja. Das wäre echt freundlich. Wir wollen mehr Arbeit für weniger Lohn und am Zahltag. Sie löst sich schon wieder auf, ich verstehe das nicht. Ei. Los. Ah, Gott sei Dank. So, Claudio, kommst du jetzt auch runter, bitte? Ja, das sieht gut aus. Braver Claudio. Ja, du bist ein ganz feiner Claudio. Läufst mir hinterher, wenn ich dir sag. So, ich soll stehen bleiben. Wo müssen wir denn? Ach, da. Zählt das jetzt als geschafft oder nicht? Ich meine, einige Male. Molte grazie, Messere. Taucht eine Weile unter. Intesi? Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Natürlich wissen wir das. Viele Jahre Erfahrung, mein Freund. Viele Jahre Erfahrung. So, ich bin eigentlich mehr so dafür, Steckbriefe abzureißen. Ich hoffe nur, dass uns... Oh, hier ist noch eine Wache. Ich glaube, das ist die da hinten. Irgendwo hier ist dieser Steckbrief. Aber wo ist die Frage? Die hängen die Steckbriefe immer an die unmöglichsten Orte. Da ist er. So, einmal weg. Einen Herold. Suchen wir einen Herold. Das geht sehr viel schneller. Wir können das Geld ja wieder klauen. So ist es ja nicht. Oh, aua. Psst. Hey du, erzähl, morgen gibt's ein Sonnenfinsternis. Mir ist gerade nichts Gutes eingefallen. So, dann ziehen wir noch einmal da oben nochmal einen Brief ab. Und ciao, Brief. Das müsste gewesen sein. Ach, sehr schön. So. La Wolpe in der Diebesgilde wieder treffen. Also den ganzen Weg wieder nach zurück. Nach zurück, da sind wir vorhin hergekommen. Die Diebesgilde liegt in nach zurück. Das ist so, wie wenn auf dem Bus in Leerfahrt steht. Das ist auch ein Ort. Der liegt nah bei Sonderfahrt. Und auch bei Pause und Kaffeepause. Also Pause und Kaffeepause sind zwei Stadtteile von Leerfahrt. Hey, bist du mein Pferd von vorhin? Nein, vorhin warst du braun. Die haben Schichtwechsel gehabt, die Pferde. Ich hätte gern, dass die Pferde noch schneller reiten können. Irgendwie kommen die mir sehr langsam vor. Aber naja, man kann nicht alles haben. Man kann aber durch Menschenmengen reiten und das ist schon ein sehr schönes Ding. So, La Wolpe, ich bin zurück. Hier sind überall Bettler. La Wolpe. Ach, da sitzt er ja. Na du,